Also wir waren in den letzten Jahren ein Fan, direkt nach dem ersten Schnitt. Okay. Das hat sich jetzt aber durch die Trockenheit, die wir hatten, auch nicht mehr ganz so idealerweise gezeigt. Wir haben auch schon gute Erfahrungen gemacht im Herbst, im frühen Herbst. Aber wie gesagt, die Feuchtigkeit muss da sein. Und mittlerweile sage ich jetzt, weil es akut gerade wieder was machen muss, machen wir es jetzt auch gleich im Frühjahr. Okay. Ja, wenn man so mit dem Berater spricht, die einen sagen, man soll es früh machen, auch wenn die Frostgefahr da ist. Ja. Der Klee, der kann schon sein, dass der kaputt geht dadurch, aber das Gras kommt eigentlich schon. Und am besten nicht mit dem Schneckenkornstreuer, sondern am Schlitzen. Ja, also wir haben hier schon steile Flächen und auch von der Böden her schwerfällig, nass, wo das Wasser lang hebt. Das war auch wieder ein Vorteil letztes Jahr, dass wir doch mit einem blauen Auge davor gekommen sind. Aber Befahrbarkeit ist ein ganz wichtiges Thema, weil ja, wenn ich die Wiese verkarrt habe oder halt Spuren drin habe, dann ist sie eigentlich von mir kaputt. Das brauche ich jahrelang, bis das wieder im Schuss ist. Weil man sie ja nicht mit einem Flug sanieren darf, sondern halt mit anderen Maßnahmen wieder muss in Schuss bringen. Ja, wir legen viel Wert, wenn wir silieren. Also lieber sage ich, ich warte noch 2-3 Tage, bis es wegen trockener ist, nicht gleich der erste See. Ja. Und auch beim Güllefahren fahren wir viel mal am Morgen, wenn es so 3-4 Grad minus hat. Bis um 10 Uhr am Mittag, Morgen kann man fahren und dann ist in der Regel wieder auftaut. Das bringt sehr viel. So da wir halt gucken, dass wir das vermeiden können. Ja, gemeine Rispe gibt es natürlich auch bei uns. Mit dem Striegeln bringt man es relativ in den Griff. Letztes Jahr hat vieles die Trockenheit erledigt. Und trotzdem haben wir bei diesen trockenen Tagen auch gestriegelt, da wir sie noch ganz rausgebracht haben. Ja, ja. Wichtig ist jetzt halt, dass wir die wieder schnell eingesät bringen, dass der Boden, die Lücken wieder besetzt sind mit richtigem Gras. Also es kommt darauf an, wie viel gemeine Rispe halt im Bestand ist. Okay. Bei uns war es die letzten Jahre so, wenn wir mit dem Einbeckstriegel durchgefahren sind, da haben wir jeweils am Vorgewende jetzt das Jahr ein wenig zusammengezogen. Ah, okay. Das haben wir dann geschwadet und abgefahren. Und das war halt auf der Fläche zwischendrin war, das ist liegen geblieben. Wenn es extrem viel hat, hat man auch schon die ganze Wiese abgeschwadet und abgefahren. Aber in der Regel ist es meistens nur am Vorgewende. Okay.